Wo ist Pilgrim? Der Tag der Wo bleibt eigentlich Erik? Warum kommt der denn nicht mit? Und Sold werden gezahlt. Vorwärts! Oh krass, das ist echt knapp eigentlich. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Wie ihr wünscht, ja? Jetzt mal Richtung Turm. Ja, ist gut. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Wie mies! Achtung! Gleich macht es Rums! Gut, wird gemacht! Vorwärts! Alter, wie mies ist das denn? Also überlebt Pilgrim doch gar nicht. Ja, ja. Soll ich jetzt hier nur so ein bisschen im Kreis laufen? Wenn ihr meint... Wie ihr wünscht. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, ist gut. Ja, ein Verbündeter wird angegriffen. Sehr geil. Hallo Erik, wo bleibst du denn bitte? Betrachtet die Sache als erledigt. Ein Held ist in großer Gefahr. Gut, betrachtet die Sache als erledigt. Jawohl. Gut, ja. Kann ich mich hier zwischen beide Türme stellen? Das sollte doch funktionieren. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Die wollen mich wohl verarschen, oder? Vor allem schafft es der eine, jetzt den Turm zu zerstören. Zahltag. Könnt ihr mal den Turm da hinten reparieren? Wie ihr befehlt. Jawohl. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Tja, der wird's wohl nicht schaffen. Und der Turm vielleicht auch nicht. Wie mies. Was ja richtig ätzend. Könnte ich mich drüber aufregen? Ach guck mal, jetzt können wir mit Wargreen, oder wie? Werde ich nochmal meine Schwertkämpfe auf. Aber hier siehst du, die beiden Türme Schrott. Und der geht jetzt auch Schrott, oder wie? Und die Kaserne? Die kriegen den nicht down. Wer ist fertig? Ja, ihr seid fertig. Ihr seid ganz toll. Ja. Ja, zack. Boah, ist das ätzend. So, ihr dürft mal Pilgrim wiederbeleben. Wie Ach, ihr belebt sich jetzt auch schon wieder. Ach, und der zerstört jetzt den Turm. Ist auch gut. Tja, Herr Erik, wenn er selbst mal eingegriffen hätte, wäre das nicht passiert. Reg mich auf, diese Leute. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Ihr könntet auch mal ein bisschen schneller laufen. Meine Fresse, ja. Muss ich denn alles alleine machen? Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Wir bauen einen neuen Turm, bauen ja auch eine neue Motte. Ich laufe jetzt erstmal im Pilgrim vorbei, vielleicht schaffe ich es ja noch rechtzeitig. Auch wenn ich es bezweifle. Könnte noch was werden. Oh, sorry. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an.
bis in den Tod. Ja, komm, bis in den Tod. Hoffentlich nicht in euren. Jetzt, wo die Angriff abgewehrt haben, sollten wir vorrücken. Bist du verrückt? Wir haben noch keine Einheiten mehr und ich auch nicht. Es gibt ein offenes Tor, aus dem sie herausgekommen sind. Wir sollten es nutzen, um so viel wie möglich von der Stadt zu erobern. Ja, klar. Zwei Kanonentürme. Oder ein Kanonenturm, ein Ballisterturm. Wie verrückt haltet ihr mich eigentlich? Mit welcher Armee denn? Einverstanden. Gehen wir. Ey, Leute. Ihr habt eine neue Technologie. Ihr wartet jetzt aber noch aufeinander, oder? Ich stelle mir jetzt nicht jeder einzeln vor. Der Tag der könnten wir solche Angriffe bitte koordinieren? Steuern und Sold werden gezahlt. Habt ihr überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Natürlich, lass dich nicht davon beeindrucken. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Alles unverständlich, was die hier machen. Wir müssen uns also irgendwie voll und ganz aufs Militär konzentrieren. Ja, ist gut. Feinde greifen euch an. Ja, darum kümmere ich mich gerade, mein Junge. Erik stirbt jetzt, oder? Alter, Erik. Wohin willst du eigentlich? Also das ist jetzt ja mal eine halbwegs bescheuerte Mission, oder? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ah, wir könnten auch mal mit Vark reden. Das sollten wir vielleicht dringend machen. Hierfür benötigt ihr mehr. Ja, bla bla. Für Ruhm und Ehre. Und Erik schon tot? Nee, aber der Kundschafter kämpft noch. Macht sie nieder! Ja, weiß ich nicht, wo Erik ist. Da, der stirbt gleich. Und kommt jetzt gleich die Einsicht irgendwie, die sind zu schwer, die sind zu stark, der Gegner, oder nicht? Haufen Banausen. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, sagen wir mal für ein bisschen Action. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, die Reiter von Drake bewirken wenigstens was. Aha, hier hat sich einer durchgemogelt. Gut, der hat sich nicht allzu lange durchgemogelt. Attacke! Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Wie wär's mal mit erst auf den Turm? Attacke! Es ist weitaus sinnvoller als erst nicht auf den Turm. Feinde greifen euch an. Darf ich? Ja, darf ich. Gut. So zerstört man Türme. So? Das gibt ein feines Feuerwerk. Auf in den Kampf! Die Motte haben es allerdings geschafft und die sind, glaube ich, auch nicht so schlecht. Oha. Die reißen hier richtig viel. Jawohl. Ja, die. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einheiten von Drake, die waren gar nicht so schlecht. Ausbau abgeschlossen. Erik hat es wahrscheinlich irgendwie nicht geschafft. Bis in den Tod! Ausbau abgeschlossen. Ein Held ist in großer Gefahr. Geschafft. Ich glaube, ich ziehe mich mit Pilgrim mal wieder zurück, und zwar hier unten hin. Betrachtet die Sache als erledigt. Die anderen muss ich leider sterben lassen. Oh, es die sind ja schon... Zeittag. Haben ja schon eine krasse Stufe.
Ja, dann muss ich leider mal... Tja, wie gesagt, sterben lassen da als Ablenkung, aber es hat ja doch ein bisschen was gebracht. Und die zerstören natürlich die wichtigen Gebäude zuerst und nicht etwa die Kaserne. Viel wichtiger ist es jetzt, hier Objekte zu zerstören, die einen großen Nutzen bringen. Aber sieht schon krass aus hier, ne, mit den Wegen und den Bäumen. Oh, guck mal, da oben ist ein Zielobjekt, das müsste ich eigentlich zuerst zerstören. So ein Gutshof, wo Leute essen können, ein ist eigentlich unwichtig. Ist in großer Gefahr. Alles weg. Okay, es gibt kein Eisen mehr. Gibt es sonst noch irgendwas? Nö. Natürlich. Eure Gelehrten. Was denn? Haben eine neue. Huch, die sind hier rübergelaufen. Erforscht. Ja, okay. Wir haben das Kettenhemd. Und hoffentlich auch gleich mal eine vernünftige Einheit. Es regnet. Wie weit sind die hinten? Die haben es geschafft, immerhin die Hochschule zu zerstören. Sehr geil. Okay, und der Turm wird jetzt auch fallen. Gut, dass wir uns um den anderen gekümmert haben. Er reitet doch nicht immer weg, Leute. Bleibt doch mal bei einer Sache. Also von Kriegsführung verstehen die irgendwie gar nichts. Ihr habt nicht genug Taler. Der läuft einfach durch. Eure Arbeiter bezahlen. Wir haben nicht ihre genug Taler für eine Truppe. Jetzt kriegen aber. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Pilgrim ist bald da, der ist noch am Laufen. Dann gucken wir mal, was Vakuns denn so sagt. Der hat bestimmt ein bisschen mehr Ahnung als die anderen. Der ist bestimmt ganz hilfreich. Wir brauchen irgendwie Taler. Taler, Taler, du musst wandern. Von den anderen zu mir. Eine eurer Verbündeten. Oh, das ist natürlich gefährlich. Feinde greifen ihn an. Die Kaserne ist futsch. Das ist sehr gut. Ich stand hier, oder? Ich hoffe, die ist futsch. Aber die lassen sich trotzdem munter abschießen. Vor allem Erik natürlich mal wieder. Hier, die kriegen hoffentlich noch den Turm mit. Hätten sie sich mal ein bisschen koordiniert. Es wird Sommer. Hätten die viel, viel mehr erreicht. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ach so, wir haben keinen ja. Stein mehr, was wir uns so abkrabbeln können. Das haben wir aber. So, und jetzt, was sagt er? Ich brauche mehr Männer. Könnt ihr weitere Verstärkung schicken? Natürlich, weitere Truppen sind bereits unterwegs. Sehr gut. Einfach so? Umso besser. Und einfach so mache ich mal das hier. Was heißt jetzt, weitere Truppen sind unterwegs? Sind die jetzt einfach hier oben irgendwie? Oder? Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist ausgebaut. Oh, Drake, ey, lass dich doch nicht töten. Was machen die hinten? Die hindern hier, rennen hier irgendwie nur hin und her. Geschafft. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Stehen das her und marschieren gleichzeitig. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ich würde gern ein paar Bogenschützen bauen oder dergleichen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ja. Grade 4. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Warum kann ich denn da oben hin? Na gut, nichts, ich tue es einfach. Als das. Ja, alle Rohstoffe sind weg. Hier, komm, ein bisschen Holzhacken oder so. Ist in Ordnung.
Gut,